Ich darf jetzt als meinen ersten Gesprächspartner Herrn Professor Dr. Ulrich Reinhardt begrüßen. Schön, dass Sie da sind, Herr Reinhardt. Wir hatten schon ein bisschen ein Vorgespräch und wir haben vereinbart, dass wir ja nicht nur eine Präsentation machen, sondern dass wir im Gespräch sozusagen uns mit verschiedenen Fragen so ein bisschen an die Situation heranpirschen. Vielleicht darf ich Sie kurz vorstellen. Herr Reinhardt ist ordentlicher Professor im Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Westküste in Heide. Darüber hinaus sind Sie auch wissenschaftlicher Leiter der gemeinnützigen BAT-Stiftung für Zukunftsfragen. Und die beschäftigen sich eben mit den zentralen Fragen der Zukunftsentwicklung der Gesellschaft. Die wurde gegründet 1979 schon. Und bis heute haben Sie ja darin auch einen besonderen Leitsatz, die Welt im Wandel, der Mensch im Mittelpunkt, was da im Zentrum Ihres wissenschaftlichen Interesses liegt. Dort veröffentlichen Sie auch unter anderem jedes Jahr die deutsche Tourismusanalyse. Und ja, in der wird sich seit den Anfang der 80er Jahre ja mit dem Reiseverhalten, mit aber auch den Wünschen, Sorgen und Erwartungen der Menschen, der Bürger beschäftigt. Und ja, vielleicht noch ganz privat, der Herr Reinhardt ist verheiratet, hat zwei Kinder und wie er mir sagte, ist er trotz der ganzen Situation zuversichtlich, ja, geht mit Zuversicht in die Zukunft. Ja, lieber Herr Reinhardt, schön, dass Sie bei uns sind und gestatten Sie mir vielleicht zu Anfang mal auch gleich noch eine persönliche Frage. Wann waren Sie denn zuletzt im Urlaub? Ja, liebe Frau Ederer, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich Ihnen so ein wenig heute vielleicht den einen oder anderen Impuls geben kann. Selber war ich zuletzt, lassen Sie mich überlegen, letztes Jahr im Spätsommer in Urlaub. Natürlich war das ganz anders als geplant. Also statt Rundreise, die wir an sich als Familie vorhatten, wurde es dann Ferienhaus und statt Strand gab es den Pool, statt Stadtführung eher die Spaziergänge in der Natur, also es war eine andere Art von Urlaub, aber ich kann es kaum abwarten, dass es wieder losgeht. Ja, mit diesen Erfahrungen, da waren Sie sicherlich nicht alleine. Viele von uns haben das so machen müssen. Ja, Stadtführungen, da haben Sie tatsächlich ein Thema angesprochen. Sind ja sozusagen touristisch auf dem Nullstand seit einem Jahr. Aber nichtsdestotrotz, letztes Jahr konnte man noch sozusagen wenigstens irgendwie in Urlaub fahren. Wenn man so die kürzere Vergangenheit anschaut, da war ja das alles noch schlimmer, noch weniger möglich. Und ja, seit einem Jahr, wenn wir da mal ein bisschen zurückblicken, prägt das ja auch das Reiseverhalten. Welche Veränderungen haben Sie denn da festgestellt, überhaupt jetzt so im Reiseverhalten der Menschen? Also wenn ich so jetzt 2020 als Jahr rausnehme und das jetzt vergleiche mit den Vorjahren, das ist natürlich schon ein wirklich massiver Einbruch gewesen. Wenn man jetzt allein die Haupturlaubsreise mal nur anschaut, also wenigstens 5 Tage im Schnitt unterwegs, also nicht die Kurzreise mit eingezogen, dann sehen wir da allein einen Rückgang von fast 50% gegenüber 2019. Das ist natürlich wirklich massiv für die Branche gewesen. Profitieren konnten davon natürlich einzelne Regionen, muss man ganz klar sagen. Wenn dann noch in Urlaub gefahren wurde, dann eben eher im Inland. Also besonders stark waren die Rückgänge dagegen in Europa. Fernreisemarkt hat kaum stattgefunden. Aber was wir eben auch festgestellt haben, ist, dass die Leute deutlich kürzer verreist sind. Also das merkt man wirklich, dass es im Schnitt hat der Haupturlaub nicht mal mehr 10 Tage im letzten Jahr gedauert. Und das eben bei einer Reisefrequenz von nur noch gut jedem Dritten, das ist wirklich für die Branche ein sehr, sehr schweres Jahr gewesen. Ja, da haben Sie ganz richtigerweise ja, stimmen da die Ergebnisse auch mit unseren Erfahrungen, die wir leiden mussten, überein. Und ja, die Verhaltensveränderungen auf den Reisen, nicht nur jetzt, dass man weniger gereist ist, weniger Tage und auch nur in Deutschland. Was hat man denn so bei den Reisen gemacht? Also, Sie haben schon gesagt, Sie konnten keine Stadtführung machen. Wie war das da so generell bei den Reisenden?
Nee, die größte Voraussetzung oder die Grundvoraussetzung, muss man wirklich sagen, war erstmal das Thema Sicherheit. Also Sicherheit stand über allem. Natürlich auch die Angst vor Ort, sich dann zu infizieren, aber auch die Angst, dann nicht mehr nach Hause zu kommen, ob man überhaupt losfahren kann, natürlich mit Reisewarnung einhergehen. Das hat eben das Verhalten vor Ort massiv geprägt. Das heißt, was sonst sagt man ja immer, es gibt so bestimmte Grundmotive, die auf Reisen erfüllt werden sollen. Das ist die Erholung, aber eben auch ganz klar der Kontrast zum Alltag. Dazu gehört dann beispielsweise auch die Stadtführung. Sowas hat eben kaum noch stattgefunden. Und selbst die Erholung hat eben massiv gelitten, weil die Leute eben oftmals mit Gedanken doch bei Corona waren und darüber nachgedacht haben, was darf ich jetzt, was darf ich nicht, was hat das für Folgen. Und insofern, Reisen ist ja auch immer wenigstens zur Hälfte Psychologie, und die Psychologie hat uns da wirklich jedem Reisenden ein Stück weit einen Streich gespielt, und wir wussten einfach nicht, wie wir den Urlaub überhaupt richtig genießen konnten. Ja, also sprechen Sie mir aus der Seele. Mir persönlich ist es auch so gegangen, dass man tatsächlich überlegt hat, wie weit fahre ich überhaupt weg, was mache ich dort? Und wenn man dann dort war, dann hat man trotzdem die Nachrichten, die ja täglich gesendet wurden, mitverfolgt. Also es war nicht wirklich so ein entspanntes Reisen, wie man das vorher kannte. Wie ging es denn den Daheimgebliebenen oder den Tagesreisenden? Das war ja auch ein Thema, dass manche gesagt haben, also bevor ich jetzt da irgendwo hinfahre, bleibe ich lieber zu Hause. Das war ja wahrscheinlich ein großer Teil der Menschen. Das stimmt. Also fast 2/3 sind eben das letzte Jahr ganz zu Hause geblieben, waren gar nicht unterwegs. Viele haben die Zeit genutzt und ein bisschen pragmatisch da auch eben dem Ganzen gegenüber gestanden. Also es wurde, glaube ich, selten so viel aufgeräumt, so viel Do-it-yourself-Projekte angegangen. Ich glaube, jede Wohnung wurde neu gestrichen gefühlt. Der Urlaub wurde dann eben eher so auf Balkonien verbracht oder, wenn man einen kleinen Garten hatte, dort. Man hat auch neue Hobbys rausgefunden. Jetzt für den Tourismus kann man aber natürlich auch sagen, dass es überdurchschnittlich viele Tagesausflüge gab, eben vor allem im eigenen Umfeld des eigenen Wohnortes. Man war wandern, man hat so ein bisschen auch die eigene Region erkundet. Das war natürlich auf der einen Seite eine große Chance, weil man festgestellt hat, wie attraktiv doch das eigene Umfeld eigentlich ist und man eben gar nicht so weit fahren muss und auch in der eigenen Region wirklich schöne Stunden und Tage verbringen kann. Und dann haben natürlich eher die zwischenmenschlichen Dinge im Vordergrund gestanden. Das heißt, wenn die Möglichkeit bestand, hat man Freunde besucht, hat man die Familie im Sommer besucht und hat eben versucht, so das Alltägliche ein wenig besonders zu gestalten. Also jetzt die Familien haben dann, weiß ich nicht, im Garten gezeltet, haben irgendeine Schatzsuche im Wald organisiert. Man hat mit Freunden dann eben versucht, zusammen zu kochen. Also eher im Kleinen eben versucht, das Beste aus der Situation zu machen und sich nicht ganz von diesem Corona-Blues anstecken zu lassen. Also das ist ja interessante Sachen, die Sie da erzählen, also Zelten im Garten. Und man merkt also, die Menschen sind da sehr kreativ und versuchen sozusagen das, was sie gewohnt sind, trotzdem, wenn Beschränkungen sind, in irgendeiner Form dann wieder zu machen. Also das, glaube ich, kann man schon auch feststellen, oder? Dass der Mensch dahingehend eigentlich auch ein bisschen ein Gewohnheitstier ist. Auf alle Fälle. Also das ist Urlaub, der Stellenwert des Urlaubs ist ja ungebrochen, und natürlich wären wir alle furchtbar gerne unterwegs gewesen, und so versucht man dann jetzt eben das kleine Stück vom Glück zu haben, und wenn es dann eben eher der Ausflug in der eigenen Region war oder eher mit Freunden auf dem Spielplatz sich zu treffen oder durch den Wald zu gehen, solange das eben noch möglich war, wurde das auch genutzt. Und das war dann sicherlich ein wenig auch Pragmatismus der Bundesbürger, getreu dem Motto, ich mache dann wenigstens das Beste aus dem, was mir noch bleibt. Genau. Ja, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation schauen, nicht nur zurückblickend, sondern eben auch ein bisschen vorausschauend, was erwarten Sie denn jetzt für dieses Jahr so an Reisetätigkeit, an Möglichkeiten? Grundsätzlich bleibt es natürlich im Moment wirklich sehr viel Spekulation. Es ist so 100% davon abhängig, wie jetzt die Entwicklung wahrscheinlich nicht nur der nächsten Wochen, sondern auch der nächsten Monate sein wird. Aber ich habe eben, als ich diese Umfrage auch von Ihnen ausgefüllt habe, schon gesagt, dass ich zum Sommer, vielleicht zum Ende des Sommers erst ein bisschen eine Renaissance auch erwarte, dass dann wieder das Reisen möglich sein wird. Natürlich ist die Unsicherheit sehr groß. Das heißt, die wird auch noch dieses Jahr uns auf Reisen begleiten.
Aber die Hoffnung besteht eben. Und viele Bundesbürger sitzen ja fast auf gepackten Koffern und können es ja kaum erwarten, dass es wieder losgeht, dass Reisebeschränkungen aufgehoben werden, dass man wenigstens die Verwandten wieder besuchen kann, Freunde in anderen Teilen Deutschlands. Also da ist die Lust aufs Reisen natürlich ungebrochen. Persönlich erwarte ich, dass wir noch einige Modellregionen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten haben werden. Schleswig-Holstein bei uns oben gibt es jetzt ja verschiedene Regionen, die schon etwas weiter sind mit Öffnungen. Das wird sich sicherlich fortsetzen. Und ja, je mehr Menschen dann letztendlich sich impfen lassen und geimpft werden, desto eher erwarte ich dann auch, dass wieder Reisen zuerst im Inland, aber sukzessive dann eben auch im Ausland wieder möglich sein wird. Ja, das ist ein Ausblick, den wir alle erhoffen. Und Sie haben jetzt ein Thema angesprochen, da habe ich mir auch in den letzten Tagen so gerade was mit Impfungen zu tun hat und wann darf man dann wieder etwas, war ja jetzt in der Diskussion auch in den Medien. Wie ist es denn, wir hatten ja schon Mallorca mal ganz kurz wieder geöffnet für Fernreisen. Wie Sie sagten, einige einzelne Orte, Modellregionen werden geöffnet. Wie ist denn da so die Bewertung der übrigen Bevölkerung? Also für die, die jetzt nicht reisen können oder nicht reisen dürfen oder auch nicht reisen wollen, weil sie eben noch ein bisschen mehr Sicherheit wollen. Wie kann man das denn einschätzen? Ich glaube, da ist die Bevölkerung wirklich gespalten. Also die einen, die ganz klar sagen, das ist egoistisch in der derzeitigen Zeit eben zu verreisen, dass man nur an sich selbst denkt. Andererseits auch fast die Hälfte der Bevölkerung, die da eher pragmatisch rangeht und sagt, schützen kann ich mich genauso an einem Urlaubsort oder in einem Hotel. Da sind die Hygienevorschriften vielleicht sogar strenger als bei mir im Wohnhaus oder als bei mir am Arbeitsplatz. Also da ist die Bevölkerung wirklich gespalten, was jetzt diese Sichtweise aufs Reisen angeht. Mhm. Bei allem, was das eint, glaube ich, aber wirklich die Bevölkerung wieder, ist schon dieser Wunsch nach Planbarkeit. Das ist jetzt fast so ein Jahr Perspektivlosigkeit und es ist eben für breite Teile der Bevölkerung dann auch schwer, optimistisch zu bleiben. Die Frage ist ja immer so, was kommt jetzt als nächstes? Und es sind fast jede Woche oder jeden Tag neue Hiobsbotschaften. Und da ist eben die Verunsicherung doch groß. Und ich glaube auch so ein Stück weit das Verständnis. Also wenn ich jetzt, was Sie eingangs sagten, ich komme ja aus Hamburg. Wenn ich sehe, dass ich jetzt eine halbe Stunde Richtung Ostsee fahre, da darf ich am Strand spazieren gehen und im Café sitzen. In Hamburg darf ich nicht mal im Baumarkt gehen. Also da ist auch dieses Maß, was eben oftmals in zwei Richtungen ausschlägt, nicht ganz einfach aus Sicht der Bevölkerung, glaube ich, zu verstehen. Ja, da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen, was so an Bewertungen anbelangt. Was darf ich, was dürfen andere, was darf ich nicht? Also da ist auch noch sehr viel Geduld von der Bevölkerung gefragt, mit Sicherheit. Sie haben einen Leitsatz auch, der auch ein bisschen so zu Gästeführern passt, die ja oftmals auch so von der Vergangenheit berichten, nämlich Zukunft ist Herkunft. Und die zentrale Frage, die Sie auch immer stellen, quasi, wie werden wir in Zukunft leben? Wie wollen wir in Zukunft leben? Das möchte ich jetzt aus Ihrer Stiftungswelt mal ein bisschen übersetzen in unsere Welt, nämlich wie werden wir den Tourismus denn in Zukunft leben können? Wie wollen die Menschen den Tourismus leben? Vielleicht können Sie uns dazu noch ein paar Erkenntnisse sagen. Also grundsätzlich glaube ich, dass Urlaub nach wie vor das Highlight des Jahres bleiben wird. Also die Bundesbürger arbeiten fast 50 Wochen im Jahr, die freuen sich 50 Wochen im Jahr, um dann eben diese magischen 10 Tage, 12 Tage, vielleicht 14 Tage unterwegs zu sein. Also ich glaube, der Stellenwert des Reisens wird auch in Zukunft ungebrochen hoch sein. Was ich glaube, was sich schon verändern wird, ist eben dieses Thema Sicherheit, was ich vorhin angesprochen habe. Das steht, glaube ich, wahrscheinlich in den nächsten Jahren über allem. Sonst haben wir Deutschen uns ja durch so eine Art chronisches Kurzzeitgedächtnis ausgezeichnet. Egal, ob jetzt Fukushima war oder 9/11, Wirtschaftsfinanzkrise, Tsunami, ganz gleich. So im nächsten Jahr sind wir fast wieder normal gereist. Ich glaube, diesmal wird das schon etwas länger dauern, weil natürlich auch die Einschränkungen länger bestehen bleiben werden. Aber insgesamt glaube ich, der Stellenwert, wie gesagt, bleibt gleich. Und wenn ich jetzt einen Blick in die Glaskugel werfen darf, dann glaube ich schon, dass es eher erstmal in Deutschland sein wird,
dass es so ein bisschen mit angezogener Handbremse das Reisen losgehen wird, aber dass wir dann eben über ja, die nächsten Quartale auch wieder das Reisen für uns selbst entdecken und dann auch ein gewisses Nachholbedürfnis haben und wieder mehr unterwegs sein werden. Ja, da können wir nur drauf hoffen, Herr Reinhard, dass Ihre Worte da ins allgemeine, komplette Gedächtnis sozusagen sich einbrennen. Ja, ich sehe, wir haben ein paar Fragen im F&A-Bereich. Liebe Maren, vielleicht könntest du schon mal uns sagen, ob da zu diesem Thema was dabei ist? Ja, das mache ich gerne. Ich bin jetzt nicht zu sehen, bin unsichtbar geschaltet, aber man kann mich einen Augenblick. Jetzt sieht man mich auch wieder. Okay, und zwar gibt es tatsächlich einige Fragen. Die Prognose für Auslands- und Fernreisen. Allerdings fragt die Doris Gerstel tatsächlich für 2022 diese Frage, wie ist da die Prognose? Also Fernreisen waren ja 2019 bei jede sechste Reise, also so um 17% aller Hauptreisen haben eben ins europäische außerhalb Europas stattgefunden. Das werden wir, glaube ich, 2022 noch nicht wieder erreichen. Da rechne ich eher so 2023, vielleicht 2024 mit. Ich glaube wirklich, dass Deutschland durch diese Krise vielleicht auch ein Stück weit profitieren kann. Das haben wir auch schon in den Vorjahren gemerkt, eben dieser Trend auch hin durch die demografische Entwicklung bedingt eher Urlaub im eigenen Land, dann aber auch natürlich das Thema Nachhaltigkeit, was zumindest für einen Teil der Bevölkerung eine größere Rolle spielt, also Stichwort so Flight Shaming und Stay at the Ground und solche Initiativen, auch Slow Tourism, all das hat ja auch einen Einfluss darauf gehabt, dass Deutschland wirklich ein Stück weit wieder beliebter war. Also insofern glaube ich Fernreisen, das wird länger dauern, bis sich das erholt. Andererseits, klar, also die Deutschen sind ja auch Gewohnheitstiere, wie Sie es Frau Ederer vorhin auch angesprochen haben. Natürlich werden wir wieder Destinationen rund ums Mittelmeer herum besuchen, ob es jetzt eher Griechenland ist oder ob es doch die Balearen sind, ob es eher Italien ist oder die Türkei, das muss man abwarten. Aber natürlich dieser Wunsch zurück ans Wasser, der wird auch in Zukunft Bestand haben. Fast könnte man ja sagen, der Mensch kommt aus dem Wasser, ihn zieht es ans Wasser zurück. Das behält natürlich eine hohe Faszination für den Urlauber. Klar. Dann beschäftigen sich zwei Fragen mit der Frage der Impfung. Und zwar interessanterweise nicht bei den Gästen, sondern wie das zu beurteilen ist, ob die Gruppen nachfragen werden, ob die Gästeführer geimpft sind. Also ich glaube, es wird eine Grundvoraussetzung sein. Also es ist natürlich auch, glaube ich, jeder Gästeführer klug beraten, genau darüber nachzudenken, ob er sich nicht impfen lassen möchte. Denn das ist sicherlich einerseits ein Unterscheidungsmerkmal, aber die Gäste werden es auch einfach voraussetzen und verlangen. Und wenn da eine Unsicherheit vorherrscht, wird, glaube ich, kaum jemand das Risiko eingehen wollen, dann dort eine Gästeführung zu belegen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung, um in Zukunft Gruppen führen zu können, vielleicht sogar führen zu dürfen. Sowohl von gesetzlicher Seite her, also von den Voraussetzungen, als auch einfach von Nachfrage der Reisenden. Die Babette stellt die Frage, wie die Haltung vom Bundesverband dazu ist. Liebe Babette, da hat der BVGD noch keine Haltung dazu entwickelt, aber wir werden das mal besprechen. Das ist wirklich eine interessante Frage. Dann eine nächste Frage, wie sieht es aus mit dem Nachhaltigkeitsgedanken bei Reisenden? Da ist mir jetzt nicht ganz, können Sie darauf antworten, Herr Reinhardt, oder wie? Ja, also ist natürlich ein Thema, was in den Vorjahren stärker thematisiert wurde als jetzt im letzten Jahr. Also jetzt wird ja kaum über, weiß ich nicht, Friday for Future und Klimawandel ist ja sehr stark in den Hintergrund gedrängt worden. Aber es ist natürlich einer der großen Treiber für den Zukunft des Tourismus insgesamt. Und ich glaube, das werden wir auch in Zukunft wieder eher auf der Agenda haben. Da sicherlich jetzt nicht der Großteil der Reisenden, aber doch eben für einen zunehmenden Teil der Reisenden, für die das Thema Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielt. Hat sicherlich auch was immer ja, direkt zu tun mit dem Thema Massentourismus, Overtourism. Vergessen wir nicht, es ist ja nicht nur dann eine Überforderung für die Region, für die Einwohner, sondern oftmals auch für die Reisenden selber. Und wer möchte schon gerne jetzt mit 20.000 anderen Dubrovnik sich anschauen und noch 7 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig dort haben. Das Reisen hat ja auch immer diesen
bisschen dieses Bild von der ja, einsamen Insel und dem Individuellen und der Urlaub soll was ganz Besonderes für mich sein. Ich möchte den zwar auf Insta oder auf Facebook dann gleich posten, meine Erlebnisse, aber doch ein bisschen so auch diese Individualität, die will ich ja genießen. Insofern glaube ich, wird das in Zukunft eine große Rolle spielen. Also die Frage der Impfung ist wirklich etwas, was unsere Zuhörer sehr beschäftigt. Zum Beispiel die Frage von Frank Hamm, wie sieht es rechtlich aus, ausschließlich Geimpfte für eine Führung zuzulassen? Also rechtlich kann ich das ehrlicherweise nicht beurteilen. Das müssten Sie wahrscheinlich eher im Verband beantworten können. Ich kann mir aber sowas durchaus vorstellen. Das war jetzt ja auch zuletzt von Frau von der Leyen, glaube ich, die schon ausgerufen hat, dass Amerika-Reisende eher wieder nach Europa kommen dürfen, wenn sie eben nachweisen können, dass sie geimpft sind. Andersrum wird es, glaube ich, sehr ähnlich sein. Und auch in Deutschland wird es wahrscheinlich eher die Möglichkeit geben für diejenigen, die nachweisen können, dass sie geimpft sind oder dass sie zumindest negativen Test vorweisen können, der sehr aktuell ist, um überhaupt unterwegs sein zu können. Aber rechtlich, wie gesagt, kann ich das letztendlich nicht beantworten. Also es sind, wie gesagt, noch mehrere Fragen. Welche Kontrollfunktion werden wir ausüben müssen, wie damit umgehen? Ich glaube, das ist jetzt eine Frage, die müssen wir anders nochmal klären. Wir werden diesen F&A-Bereich übrigens abspeichern und uns, wenn wir das jetzt nicht beantworten konnten, entweder in Echtzeit oder als schriftlich dann im Nachhinein noch damit beschäftigen. Also die Fragen gehen nicht unter. Ist es legitim, zum Beispiel ist eine Frage, mit der eigenen Impfung Werbung zu betreiben? Aber ich glaube, das sind jetzt so viele Fragen dazu. Wir werden sie, glaube ich, im Nachhinein beantworten. Michaela, ist das richtig? Ja. Also ich wollte auch gerade sagen, das geht jetzt sehr natürlich in das Rechtliche und auch in die Impfthematik hinein, wo vielleicht auch jetzt Herr Professor Reinhardt nicht für alles Auskunft geben kann, verständlicherweise, also der ja die Zukunftsfragen ja, also der Stiftung mehr aus der Bürgersicht und da sind ja auch nicht lauter Rechtsanwälte dabei. Also wie gesagt, ich würde auch lieber dann jetzt noch die Fragen im Hintergrund mit dem Herrn Professor Reinhardt beantworten lassen, denn wir sind auch ein bisschen an den Zeitplan gebunden und ich sehe auch schon, der nächste Referent steht schon in den Startlöchern, wir haben noch ein bisschen andere Sachen zu tun, aber vielleicht auch ergänzende, also das kann ich den Teil Teilnehmern jetzt auch schon versprechen, dass dieses Thema nicht jetzt damit abgeschlossen ist, sondern wir gehen ja weiter in den Informationen und Forschungsergebnissen und vielleicht können Sie noch im Hintergrund dann die eine oder andere Frage beantworten, Herr Reinhardt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, hier zu sein, Statements abzugeben und eine meiner Führungen zum Beispiel lautet, Vergangenheit plus Gegenwart ist Zukunft. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Formel, die für Ihre Stiftung passen würde, mit dem Sie sich beschäftigen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele neue Erkenntnisse immer wieder von den Bürgern und viel Erfolg für Ihre Forschungsarbeit. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich danke. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir wollen Sie wieder ein bisschen fordern, dass Sie nicht nur zuhören, Sie haben sich ja jetzt in F&A schön, wunderbar beteiligt, aber wir haben eine zweite Umfrage für Sie und zwar, das baut jetzt schon ein bisschen darauf aus, was wir gerade gehört haben. Sie sehen schon eingeblendet, was ist den Gästen Ihrer Meinung nach besonders wichtig, damit Sie wieder Führungen buchen. Also Sie können da eine Mehrfachauswahl treffen und dahingehend können wir uns dann auch weitergehen mit dem nächsten Referenten, wenn die Umfrageergebnisse da sind. Also es baut alles ein bisschen danach auf. Wir haben hier zum Beispiel schon den Nachhaltigkeitsaspekt mit aufgenommen. Kreative Ideen, das hat der Herr Reinhardt auch schon angesprochen gehabt. Sicherheit, was wiederum so der Bereich Hygienekonzepte dann ist. Und natürlich noch verschiedene andere Dinge, wenn Sie da jetzt zügig einfach eingeben und Ihre Einschätzungen abgeben. Da haben wir wieder eine gute Basis dann, um weiter in den Fragebereich zu gehen. Ja, es dauert immer ein paar Sekunden. Ich will nicht auch dauernd dazwischen sprechen, dass Sie auch einfach mal Zeit haben, sich mit den Antworten zu beschäftigen. Aber es ist ein Ergebnis schon wieder da. Also das geht wirklich flott und Sie sehen es. Ja, der Gewinner ist sozusagen flexible Stornierungsmöglichkeiten, was mit Sicherheit auch auf den
Erfahrungen ihrerseits als Gästeführerinnen und Gästeführer zurückzuführen ist, gefolgt von verlässlichen Hygienekonzepten und dann eben auch neue kreative Ideen, digitale Buchungsmöglichkeiten und als letztes nachhaltige Angebote. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen überraschend, würde ich mal sagen, nachhaltige Angebote an letzter Stelle, aber nichtsdestotrotz, es ist so, wie Sie das einschätzen und so soll es auch sein. Und ja, ob wir da vielleicht neue Erkenntnisse erlangen,